Neben mir steht der Präsident vom Polizeisportverein Grün-Weiß Wiesbaden, der Manfred Hitzel. Und das ist die 39. glaube ich, 39. Polizeisport- und Musikshow. Ja. Was erwartet uns denn dieses Mal? Ja, ich erwarte, dass wir unserem Anspruch wieder ein sehr schönes, kurzweiliges Programm zu haben. Ich glaube, nach den Proben kann man sagen, das wird auch gelingen. Und ich freue mich jetzt drauf, weil auch einige Überraschungen dabei sind, die ich selbst noch nicht gesehen habe. Und das ist ja das Schöne an der Schau, dass man nicht von vornherein alles berechnen kann. Jetzt neben dem Regisseur des heutigen Abends von der 39. Polizeisport- und Musikschau, Jörg Seidler, können Sie uns schon einen kurzen Abriss geben, was uns denn so in etwa erwartet? Also eine ganz tolle Show wird uns erwarten, das kann ich versprechen. Ich will überhaupt keine vielen Programmpunkte verraten, nur eins, es wird spannend sein, es wird lustig sein und unwahrscheinlich beeindruckend. Wir haben tolle Nummern aus ganz Europa eigentlich, was fürs Auge, was zum Lachen. Ein bisschen Musik natürlich, selbstverständlich, und natürlich ganz wichtig, die Polizei. Es ist also alles vertreten. Herr Mettler, Sie führen ja wie gewohnt durch das Programm, sind aber jetzt in einer ganz anderen Funktion da. Was ist das? Ja, wir sind gerade dabei, diese Karten unbemerkt den Gästen in die Tasche zu stecken. Und zum Beispiel habe ich Ihnen auch schon eine Karte in die Tasche gesteckt vorhin. Und wir möchten einfach zeigen, wie leicht es ist, als Taschendieb hier Geld zu verdienen. Nicht schießen! Den Kerl noch!
Herr Bahn, Sie sind die Bahn. Steht Mariana Wüst, Leiterin von der Segway-Staffel. Und was ist denn eure Aufgabe jetzt hier bei der Polizeisportmusikshow? Wir begrüßen jetzt am Anfang erstmal die Gäste und dann später werden wir noch auf Musik eine kleine Choreografie vorführen. So ungefähr 10 Minuten lang, damit die Leute auch mal sehen, was man mit den Fahrzeugen alles machen kann.
denn gesagt, 6 Sigmund gehört und Paul? Paul war nicht. Ja, wer ist Paul? Eine der Kolleginnen wird in wenigen Monaten Mutter. Und diese Bewegungen sind sehr gut für das Kind. Dieses leichte Schaukeln ist also sehr angenehm. Deswegen hat sie gesagt, weil eine andere Kollegin krank geworden ist, ich steige nochmal auf, hier auf das Auto. Und an dieser Stelle wünschen wir der werdenden Mutter natürlich auch alles Gute und vor allen Dingen, Paul, wir drücken dir die Daumen. Herr Fischer, die 39. Polizeisport- und Musikschau und die Polizeiakademie ist wieder mitveranstaltet letztendlich. Warum ist es wichtig, dass wir diese Veranstaltung und den Sportverein Grün-Weiß Wiesbaden unterstützen? Ja, wichtig ist es aus zwei Gründen heraus. Zum einen unterstützen wir damit natürlich indirekt den Sport, ein ganz wichtiges Anliegen. Und zweitens tun wir etwas für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wir bringen damit die Polizei und damit den Gedanken, auch im Sinne der Nachwuchswerbung, an die Bevölkerung, an die vielen Zuschauer hier. Wie unterstützen wir wie in den Jahren zuvor auch wieder die Veranstaltung, also die Akademie konkret? Ja, also wir unterstützen konkret, indem wir die Künstler unterbringen, indem wir die Künstler verpflegen, transportieren und indem wir die Logistik unterstützen und natürlich viele Aktiven, zum Beispiel das Presse- und Kamerateam oder auch den Moderator sind Mitarbeiter der Polizeiakademie. Herzlichen Dank für das Interview.
Und wir haben ein besonderes Spiel mitgebracht hier nach Wiesbaden. Und zwar ist es ein Endspiel. Ein Endspiel zwischen der Polizei Hamburg und dem Team, dem Nationalteam aus der Schweiz. Riesenapplaus zunächst die Mannschaft der Polizei Hamburg. Willkommen! Geht alles jetzt, heißt sie herzlich willkommen, die Nationalmannschaft aus der Schweiz. Das ist